Ja, Friedrich Merz, der ja hochintelligente und von der Grundausrichtung korrekt sich positionierende Veteranen-CDUler, hat ein großes Problem aus meiner Sicht. Er entschuldigt sich laufend dafür, konservativ zu sein. Er hat sich moralisch in die Defensive drängen lassen und er ist nicht der Mann, als der er sich verkauft, nämlich ein Grundsatzpolitiker. Ich glaube, bei ihm immer mehr Züge des Opportunismus zu beobachten. Deshalb redet er über Frauenquoten, die er ja im privaten Gespräch sicherlich nicht gut findet, wie auch eine Frauenquote, wie auch eine Brillenträgerquote etwas völlig Abseitiges ist in einer marktwirtschaftlichen Gesellschaft, wo man sich aufgrund der Leistung durchsetzen muss. Frauenquoten, Quoten für was auch immer, sind immer schlecht.